Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Kakaroto. Im letzten Part wollten wir zu unserem eigenen Haus zurückfliegen, wollten dort sehen, wie es unserer Mutter Chi-Chi geht. Allerdings ist uns auf dem Weg dorthin Pool begegnet, der uns ja ein bisschen was erzählt hatte, und wegen, dass er unter anderem für Yamchu kämpft und für ihn Essen zubereitet und es ihm sehr wichtig ist, dass wir auch an uns denken und es immer wichtig ist, für andere zu kämpfen. Nachdem wir das Intermezzo, also eigentlich kein Intermezzo, eher das Gespräch mit ihm zu Ende geführt hatten, haben wir plötzlich eine andere Einstellung bekommen. Wir sind dann nicht zu unserem Haus weiter vorgedrungen, wir sind dann zurückgekehrt und dann haben wir bemerkt oder haben auch selbst gesehen, dass die zwei Saiyajins, Nappa und Vegeta, jetzt auf der Erde angekommen sind und wir sollen jetzt Piccolo berichten, dass wir eben genau das gespürt haben, dass eben diese zwei großen, starken Leute ja auf dem Weg hierher sind. Da kommen sie. Oh je. Sieht ziemlich stark aus. Yamcha-san. そっちもたくさんお出ましだな。一気に肩をつけてやる。ごはん、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。 So, da kommen wir jetzt endlich dazu. Das war aber auch interessant, weil eigentlich wurde im Anime wurden die Cybermänner ganz anders eingepflanzt. Die wurden nicht nur auf den Boden sozusagen geworfen und dann gepflanzt. Nee, die wurden in den Boden reingelegt sozusagen, aber naja. Bin jetzt ein bisschen neben. Das kann richtig auf den Keks gehen, diese vielen Pflanzenmänner hier. Och Mensch, was ist denn das? Ach, kann ich Yamchu auch steuern? Ach ja,
Völlig vergessen. Boah, könnt ihr mir mal aufhören, mir auf den Geist zu gehen? Verschwinde. Ja klar. Gehen wir erstmal direkt hier zum nächsten. Also diese Art von Kämpfe habe ich viel zu selten gehabt. Gut, wir haben natürlich öfters mal gegen die Maschinen gekämpft, aber das war es auch schon. Die waren ja auch meistens eigentlich immer nur zu zweit. Deswegen, also das war jetzt schon nerviger. Wir haben auch ganz gut Schaden genommen, leider, muss man dazu sagen. Und ich krieg's einfach nicht hin, meine Kombos hier auszuführen, weil die mich ständig abblocken. Oh, bitte nochmal ein Kamehameha, wenn ich bitten darf. Support-Einheiten nutze ich wirklich viel zu selten. So, komm, weg mit dir. A-Rang. Naja, passt schon. Der Schlag hat gesessen. Oh Mann. So. Kämpfen wir jetzt allein gegen Nappa. Da habe ich definitiv kein Problem mit, wenn er alleine gegen uns ist. Ach verdammt. Aber wenn die das zusammen machen, dann passt das schon. So, ich kann die aber nicht so lange nutzen, leider. Ich habe mich gerade schon gefragt, wieso ich nicht mehr sprinten kann. Dann sehe ich ja, dass ich gar kein Ki habe. Muss ich natürlich erstmal aufladen. Da könnte ich mir die Dinge natürlich viel einfacher machen. Oha, weg da. So. Och, lass dich doch treffen. By the way, wirklich, das ist jetzt kein Witz. Ich könnte mich eigentlich über mich selber ein bisschen aufregen. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ich könnte mich über mich selber aufregen, weil das Problem ist, manchmal wirklich in solchen Kämpfen richtig schlecht. Das liegt aber auch daran, weil ich die Parts nicht kontinuierlich hintereinander aufnehme. Also ich lasse immer einige Zeit vergehen, bis der nächste Part kommt. Und das ist genau der Fehler. Deswegen sieht das auch manchmal so komisch aus, dass ich im Kampf irgendwie... Lol. Z-Kombos. Drücke L1 und R1, wenn deine Unterstützungsanzeige voll ist, um mit einem Unterstützungscharakter einen Partnerangriff namens Z-Kombo auszuführen. Diese Angriffe treffen immer und richten eine extreme Menge Schaden an. Okay, dann machen wir mal. Ja, auf jeden Fall, also vieles funktioniert
nicht immer, weil ich halt viel zu wenig was mache in der Richtung. Das ist natürlich blöd. Bin mal gespannt, ob man vielleicht, wenn ich das öfters mache, ob das irgendwann auch stärker werden kann, vielleicht geboostet wird oder sonst irgendwas. So, komm. Kampf erledigt. Immerhin haben wir jetzt auch mit fast jedem Charakter ein Level erreicht. Oder ein paar neue Level. Ach, den Arm hat er. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Dass er seinen Arm dabei verloren hatte. Hat sich in die Luft gesprengt. なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで、何の役に立つというのだ。お前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっと、ずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空を舐めるなよ。 面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ！俺の言うことが聞けんのか！すまねえ。つい調子に乗っちまって。 今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。 Sprich mit allen, um herauszufinden, was man gegen die finsteren Saiyajins tun kann. Lul, wie sieht das aussieht. Oh Mann, ey. Wenn ich jetzt mit denen rede. Oh Gott, ey. Was werden die wohl sagen? Lieber nicht. Läuft. Frage ich mal hier die beiden Glatzköpfe. So, was machst du denn, Goku? Na, so, wenn das so ist, dann gehen wir. Die Leute wollen die Menschheit
お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。あ、わかった。 Fast 3 Stunden sind vergangen, aber immer noch kein Zeichen von Son Goku. So, was werden die jetzt wohl sagen? Und die sagen immer noch dasselbe. Ja, blöd. So. Die Gegend erkunden. Also ich frage mich ja ehrlich, ob das irgendetwas jetzt bringen würde. Ich denke nämlich eher nicht. Lol, wir stehen einfach auf Tenshinhans Leiche drauf. Das sieht so komisch aus, ey. Yamchu auch. Dass der gegen einen Pflanzenmann gestorben ist, also jetzt mal for real, auch wenn die jetzt hier ziemlich nervig wirken, die sind eigentlich richtig schwach, also naja, machen wir auf jeden Fall mit der Geschichte jetzt weiter. Ich hatte nur gerade überlegt, ob man irgendwas machen kann, um das irgendwie anders oder einen anderen Verlauf irgendwie machen zu können. So. Aber genau das wollten wir jetzt. さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。 奴しかいない孫悟空だ。カカロットかどれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。バカな。そいつは何かの間違いだ。 そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは。構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。 Ich habe jetzt gerade gedacht, hier, da steht nicht schießen, sondern wenn du oder wenn ihr dann E und I umdrehen würdet, ja. Ich betone es nicht extra. Ich will ja freundlich bleiben. Fast so freundlich, wie ich gerade gegen Nappa bin. Okay, also das mit den Supports, das kann wirklich richtig nützlich sein. Die Macht der Freundschaft. Sehr gut. Wahrscheinlich gilt das dann, wenn wir sehr oft Support-Charaktere nutzen. So. Oh, da muss ich jetzt aber ganz schnell weg. Was mache ich da? Ja, ich bin dem jetzt anders ausgewichen. Ich wollte eigentlich weg, bin stattdessen ihm entgegengekommen. So kann man es natürlich auch machen. Daioken!
Okay, jetzt macht er ernst. Ich muss hier weg. Hey. So, ich wäre froh, wenn du gleich dann endlich mal nachgibst. Okay, der ist gerade benommen, aber besiegt wäre mir viel lieber. So, schauen wir jetzt nochmal. Das bringt gerade noch nicht viel, aber ich will jetzt mal ausprobieren. Kann man das jetzt einsetzen? Ja, ich hoffe, das macht jetzt auch Schaden. Ja, der ist natürlich, ja gut, der ist in dem Modus drin. Aber kriegt trotzdem Schaden. Ah, der ist aus dem Modus dann rausgekommen. Was mich natürlich freut, wollte ich gerade sagen. Schnell weg hier. Och, hör doch auf. So langsam ist aber auch mal gut. So. Oh, weg mit dir. Meine Güte. Ja, S-Rang werde ich wohl nicht mehr erreichen. So, damit haben wir jetzt die Story-Ergebnisse dieses Arcs abgeschlossen. Nein, Piccolo hat sich für uns geopfert. Stoffpuppenmeister Quitte und Stoffpuppe Shenlong. Stoffpuppen. Nur wenige Minuten zuvor. Ja, Goku hat's geschafft. Folgende Seelenabzeichen, Meister Popo.
Du hast Mr. Popo als Götter-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Okay, was ist das jetzt? Götter-Community. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die sich auf im Kampf erhaltene Gegenstände auswirken. Beteilige dich an dieser Community, wenn du beim Kämpfen mehr Z-Kugeln und andere Gegenstände erhalten willst. Oh. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nehmen wir mal Piccolo dazu. Und vielleicht noch... Ja, Pool. Ist eigentlich mehr fürs Kochen. Wahrscheinlich besser, aber... Naja, was soll's. Ja. Gut. Ich denke, das reicht dann aber auch für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir dann, dass wir hier gegen Nappa und Vegeta weiterkämpfen. Beziehungsweise in dem Fall dann als Goku und den beiden ordentlich den Hintern wegpusten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier die Saiyajins besiegen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.